Ich begrüße euch recht herzlich zum heutigen Video. Heute werde ich mich mal nicht mit einem Experiment beschäftigen, sondern mit ein paar Überlegungen anstellen zum Hier und Jetzt. Hier und Jetzt wird ja vor allen Dingen in der spirituellen und in der esoterischen Szene sehr benutzt, immer mehr auch in der Physik, aber auch allgemein wird immer mehr vom Hier und Jetzt gesprochen, oder zumindest ist das nichts Unbekanntes, und das bedeutet dann auch, dass man irgendwie damit schon in Kontakt gekommen ist. Und deswegen wollte ich da mal so ein paar Überlegungen anstellen, warum man denn im Hier und Jetzt sein soll, was das für einen Grund, für einen Nutzen hat, auch was finden wir dort im Hier und Jetzt. Hier und Jetzt, da handelt es sich ja um Örtlichkeit und Zeitlichkeit, also Ort und Zeit. Und genau das, damit will ich anfangen und das mal betrachten. Was ist denn Ort? Ort ist im Grunde genommen Raum. Und was ist denn Raum? Da fangen wir an. Raum, Höhe, Tiefe, Breite. Also es sind drei Dimensionen, und in diesen drei Dimensionen bewegen wir uns. Aber auch Materie ist Raum, hat diese drei Dimensionen. Und was sind denn diese drei Dimensionen? Wir sprechen zwar immer von Breite, Höhe und Tiefe, aber was... um was handelt es sich denn da konkret? Was kann man sich da runter vorstellen, außer dass man einen Würfel erkennt oder einen Stein oder was auch immer? Gehen wir mal systematisch daran und gucken uns die erste Dimension an. So, die erste Dimension wäre ein Punkt. Ein dimensionsloser Punkt. Aber da wir ja keinen Raum haben, ist dieser Punkt auch nur eine Idee. Also er ist nicht nichts mehr, sondern er ist eine Idee. Das ist, will ich es mal bezeichnen, wie der Warteraum zur Realität. Und mehr ist er nicht. Er kann also nicht real sichtbar werden. Jetzt zur zweiten Dimension. Also jetzt haben wir zwei Dimensionen, die erste und die zweite. Das heißt, wir können zum Beispiel eine Linie oder ein Viereck oder ein Dreieck auf ein Blatt Papier zeichnen. Das wären zwei Dimension. Aber ist das wirklich so? Eigentlich nicht. Weil, wenn wir es aufzeichnen, dann bekommt es eine Räumlichkeit. Und zwar insofern, als dass ja auch, wenn es ganz dünn ist, wenn wir dieses Dreieck oder Viereck oder diese Linie sichtbar machen, dann hat der Bleistift eine bestimmte Höhe, auch wenn sie im Mikromillimeterbereich sich befindet, aber durch dieses Sichtbarmachen kriegt er eine Räumlichkeit. Also insofern können wir feststellen, dass
auch zwei Dimensionen sich ist nur eine Idee. Es ist nicht nichts mehr. Es ist schon, wie ich das vorhin gesagt habe, im Warteraum der zur Realität, im Raum der Ideen. So, jetzt nehmen wir die dritte Dimension dazu. Also jetzt haben wir Höhe, Breite, Tiefe, wie diese Tasse, ne? Also die Breite, die Höhe und die Tiefe. Okay. Ja, jetzt scheinen wir irgendwie Raum zu haben, aber das täuscht. Weil es fehlt was Entscheidendes. Wir können Ausdehnung, und darum handelt es sich ja bei Raum, können wir nur wahrnehmen, wenn wir die Dimension der Zeit einführen. Zeit wirkt im Grunde genommen wie so ein Fließmittel, ein Flussmittel zwischen einzelnen Zuständen. Ja, es verbindet das. Es ist im Grunde genommen, es ist sowas wie den Film laufen lassen. Wir haben 25 Bilder oder 30 Bilder pro Sekunde. Und das sind alles 30 Zustände unterschiedliche. Und die Zeit bewirkt dann eben, dass diese ablaufen in einer Sekunde. Also wenn der Film dann abläuft, sieht das wie eine Bewegung aus und eine Ausdehnung. Und genau das bewirkt Zeit. So, jetzt haben wir, also denken wir, dass wir in Raum haben. Wir haben also drei Dimensionen und die Zeit und damit Ausdehnung. Aber all das existiert nicht, wenn es nicht jemand gibt, der die Fähigkeit dazu hat. Also einmal ist der Hinweis darauf, ist, dass es eine Idee geben muss. Und der Hinweis und die Eigenheit, die Eigenschaft von Zeit, oder dass Zeit im Grunde genommen eine Illusion ist, worauf ich gleich noch zu sprechen komme, der diese Fähigkeiten haben muss. Und das ist der Betrachter. Also wir können erstmal davon ausgehen, dass hier im Universum Ordnung herrscht. Auch wenn uns diese, es ist ja viel von Krise, von Chaos und sowas die Rede in der jetzigen Zeit, aber es ist nur, also wenn man zu nah ist an der Sache, dann scheint alles im Chaos, aber aus der Ferne betrachtet, aus der Vogelperspektive sozusagen, hat alles eine Ordnung. Es hat, weil es eine Beziehung zueinander hat. Und wenn es etwas nur zu einem eine Beziehung hat, dann hat es zu allen Beziehungen, weil alles verbunden ist. Also unser Körper, unsere Zellen, die haben Beziehungen zueinander. Also diese 50 Trillionen Zellen, die wir haben, oder 50 Billionen Zellen, die wir ungefähr haben, die haben eine Beziehung zueinander. Und da ist die Zelle in der Zehe ist verbunden mit der Zelle im Kopf. Und wenn das nicht so wäre, würden wir auseinanderfallen, gar nicht existieren. Und das hat zur Folge, dass man sagen muss, es gibt etwas, was Ordnung schafft und etwas, was Ordnung wahrnimmt und sozusagen sie realisiert, indem es diese Ordnung feststellt, weil sonst hätte es keinen Sinn. Und alles hat Sinn in unserem Universum, was
per se belegt ist, weil es existiert. Es würde nicht eine Existenz haben, wenn es nicht einen Grund und damit einen Sinn gäbe. Und die Wahrnehmung dessen ist schon Sinn. Also wenn wir mal in die Etymologie von Sinn gehen, dann kommt das aus dem Vorgermanischen und bedeutete Wahrnehmung unter anderem, neben anderen Bedeutungen, bedeutete es Wahrnehmung. Also Wahrnehmung an sich ist ein Sinn geben. Und jetzt sprach ich ja davon, dass die Voraussetzung für Raum eine Idee ist. Also der Betrachter, der in dem Falle nehmen wir erstmal an, dass wir das sind, hat die Idee von Raum und dadurch kann es erstmal entstehen. Er gibt sozusagen wie eine Struktur, die notwendig ist, damit etwas überhaupt erstmal entstehen kann, als Entität wahrgenommen werden kann. Und er bringt die Fähigkeit des Zeitempfindens mit. Ich sagte ja bereits, dass Zeit eine Illusion ist. Und das ist insofern überraschend, als dass wir ja scheinbar immer damit umgehen mit Zeit. Also wir haben Uhren, es gibt Fahrpläne, es gibt Verspätung, Zeitverschwendung. Wir sprechen hier, was übrigens eine Unmöglichkeit ist, Zeit zu verschwenden. Und die Physik arbeitet mit Zeit. Es gibt diese Relativitätstheorie, die Zeit auch beschreibt. Also E ist gleich M mal T Quadrat. Das heißt, Energie ist gleich Masse mal das Quadrat der Lichtgeschwindigkeit. Es gibt chemische Reaktionszeiten in der Chemie, dann gibt es Lebenszeit in der Biologie. Und wir sind überall, sind wir von Zeit scheinbar umgeben. Es gibt Weltrekord in 100 Meter der Damen und der Herren und ja, vieles, was mit Zeit meint. Wir altern sozusagen. Und dann ist es doch überraschend, dass das alles eine Illusion sein soll. Aber genau so ist es. Also man überlege sich mal, wir haben ein lineares Verständnis von Zeit. Ja, also wir messen diesen 100-Meter-Lauf, der hat sozusagen einen Anfang und ein Ende. Und so, genau so verstehen wir auch Zeit. Und zwar rechnen wir in Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft. Und irgendwie kommt die Zeit uns entgegen, aber sie schreitet auch voran. Was schon also sehr interessant ist, dass Zeit im Grunde genommen in zwei Richtungen wirkt. Und Zeit eigentlich nur eine Illusion ist, ist auch in der Physik bekannt. Vielleicht nicht jedem bewusst, aber es gibt zum Beispiel keine Definition von Zeit in der Physik und das ist recht erstaunlich. Aufgrund dessen, dass eben so viel damit gearbeitet wird, Formelzeichen T, es wird in Sekunden, Millisekunden, Stunden, Tagen gemessen und ja, es ist in der Physik ist man sich bewusst, dass es um eine Zeitmessung geht. Aber was ist eine Zeitmessung? Eine Zeitmessung ist im Grunde genommen nur die Messung von Veränderung.
Im Grunde genommen von Bewegung. Aber Bewegung ist keine Zeit, denn sonst würde man Zeit ja Bewegung nennen. Augustinus von Hippo, der sagte mal, wenn mich keiner danach fragt, nach Zeit, dann weiß ich's. Aber wenn ich es erklären soll, kann ich es nicht. Und er macht dann folgende Überlegungen. Wie kann etwas sein, was sein Sein darüber definiert, dass es vergeht? Und das ist schon eine Unmöglichkeit. Und dann sollten wir uns fragen, wann beginnt denn Zukunft? Also wann endet das die Gegenwart und oder wann wird die Zukunft zur Gegenwart? Und wann wird die Gegenwart zur Vergangenheit? Wann fängt denn Vergangenheit an? Wenn man sich diese Frage stellt, dann wird man schon stutzig. Ob denn Zeit irgendwas wirklich was Reales ist oder ob es einfach nur eine Frage der Wahrnehmung ist. Denn in der Physik zum Beispiel gibt es diese Planck-Zeit. Und zwar ist das der Zeitabschnitt, der notwendig ist, um zwischen Ursache und Wirkung zu unterscheiden. Und all das, was kürzer ist, da ist Ursache und Wirkung eins. Und was soll ich euch sagen? Genau da leben wir. Und trotzdem sprechen wir von Zukunft und von Vergangenheit. Aber was ist es denn eigentlich? Eigentlich ist es doch so, dass wir an irgendetwas in der Zukunft denken, was wir erwarten oder was möglich ist, etc. Und es vergegenwärtigen, also in die Gegenwart, in das Jetzt holen. Also es sind Bewusstseinspunkte, die wir aber im Jetzt erschaffen. Und genauso ist es mit der Vergangenheit. Wir setzen einen Bewusstseinspunkt in der Vergangenheit und holen ihn emotional auch ins Jetzt. Ja? Und in diesem Jetzt, also um diesen Zeitpunkt zurückzukommen, der kleiner als die Plancksche Zeit ist, da geschehen gewisse Vakuumfluktuationen oder Quantenfluktuationen, nennt man die. Das sind Energieblitze, die aus dem Nichts kommen und auch gleich wieder verschwinden. Und das scheinen wohl Ideen zu sein. Denn wenn wir uns überlegen, aus dem Nichts, um etwas herauszuheben, da bedarf es einer zusätzlichen Energie, die entweder das andere unterdrückt oder dass die Idee heraushebt, sie erst ihr Kontur verleiht. Und dann dort wartet, in diesem Warteraum, in diesem erhöhten energetischen Zustand. Und dort wartet, um Realität zu werden, um sich zu manifestieren. Und genau dort leben wir immer. Also es ist vollkommen unabhängig, ob wir nun in die Zukunft reisen oder in die Vergangenheit, wenn das möglich wäre. Wir würden immer nur im Hier und Jetzt würden wir existieren und sein und nichts anderes. Und in diesem Sein realisieren wir
Ja, das, was uns umgibt. Also wir kreieren sozusagen unsere Realität und zwar immer im Hier und Jetzt. Und dass das so ist, heißt, dass wir im Grunde genommen die Schöpfer der Welt sind. Zumindest sind wir Teil dessen, was diese Welt erschaffen hat, Ausprägungen, wie alles hier. Hans-Peter Dürr sagte, dass Materie im Grunde genommen geronnene Gedanken sind. Also das zeigt auch schon, was unser Leben prägt. Das sind unsere Gedanken und die damit verbundenen Gefühle. Die Gedanken als Idee, das ist das Dynamische und das Gefühl, sozusagen das magnetische Prinzip, was das in unser Leben zieht. Und der Physiker Max Planck, Nobelpreisträger, Vater der Quantenphysik, wird er auch genannt, der sagte 1944 in Florenz auf einer Konferenz, in einer Rede sagte er, das will ich kurz zitieren, als der Physiker, der sein ganzes Leben der nüchternen Wissenschaft, der Erforschung der Materie widmete, bin ich sicher von dem Verdacht frei, für einen Schwarmgeist gehalten zu werden. Und so sage ich nach meiner Erforschung des Atoms dieses. Es gibt keine Materie an sich. Alle Materie entsteht und besteht nur durch eine Kraft, welche die Atomteilchen in Schwingung bringt und sie zum winzigsten Sonnensystem des Alls zusammenhält. Da es im ganzen Weltall aber weder eine intelligente Kraft noch eine ewige Kraft gibt, es ist der Menschheit nicht gelungen, das heißersehnte Perpetuum mobile zu erfinden, so müssen wir hinter der Kraft eines bewussten, intelligenten Geistes annehmen. Dieser Geist ist der Urgrund aller Materie. Ja, soweit Max Planck dazu. Und ich kann noch ein Zitat von Werner Heisenberg ergänzend dazugeben. Wir müssen die Wirklichkeit anders sehen, nicht mehr materiell. Und auf die Frage, ob er an Gott glaube, hat er gesagt, der erste Trunk aus dem Becher der Wissenschaft macht atheistisch, aber auf dem Grund wartet Gott. Und Gott ist nicht der, der in den Religionen beschrieben wird, höchstens der, der in alten Schriften beschrieben wird. Also wie in den Veden, in den indischen Veden oder auch in alten Sagen, in den Mythologien der Maya, Azteken, der Hopi oder der Inka und anderer Naturvölker. Darauf, es sind im Grunde genommen unterschiedliche Beschreibungen derselben Kraft, die wirkt und die auch diese beiden zitierten Physiker beschrieben haben. Und auch Anton Zeilinger, der hat jetzt 2022, hat den Physik-Nobelpreis bekommen für seine Quantenforschung, der sagte, Materie ist Illusion. Und wie das philosophisch herzuleiten ist, habe ich euch jetzt gezeigt, versucht, meine Überlegungen euch mitzuteilen dazu. Und am Anfang
stand ja die Frage im Hier und Jetzt sein, um was es sich dabei handelt, warum man dort sein, was man dort finden kann. Und zwar finden wir dort im Hier und Jetzt, und das ist in jedem Moment, wir befinden uns immer im Jetzt und auch im Hier. Im Grunde genommen bewegen wir uns gar nicht. Wir sind immer, wenn man es dreidimensional oder vierdimensional sehen, wir sind immer am selben Ort. Und ringsrum entwickelt sich alles. Unser Körper ist Teil dessen, weil wir an diesem Ort die Realität kreieren. Wir sind Schöpfer. Wir sind Teil dieses großen Geistes und er wird durch uns, wird er wirksam. Und er kennt sich im Grunde genommen selbst. Und das heißt, wenn wir uns bewusst machen, dass wir immer im Hier und Jetzt sind und dass wir immer, ob wir das glauben oder nicht, Schöpfer unseres Lebens sind und dass uns im Grunde genommen all das, was uns begegnet, vorher in uns geschaffen wurde, dann kommen wir zu wirklicher Freiheit. Das heißt, wir müssen dafür erstmal, dass wir Schöpfer sind, unserer Realität Verantwortung übernehmen zu 100%. Und das klingt erstmal schrecklich, aber dadurch eröffnet sich uns die Möglichkeit, auch das zu kreieren, zu schöpfen, das Leben, was wir wollen. Genau, und das hat aber, dass das ja vielen nicht gelingt oder nur schwierig gelingt, hat was mit unserem Unterbewusstsein zu tun und mit der Prägung und mit anderen Sachen noch. Aber das wäre schon wieder ein ganz anderes Thema. Es gibt jedenfalls Techniken, die man anwenden kann, um sich all dessen bewusst zu werden und zu einem bewussten Schöpfer zu werden. Und da biete ich auch Kurse an. Wer daran interessiert ist, kann sich gerne in den Kommentaren an mich wenden. Ansonsten soll es das gewesen sein, meine Überlegungen zum Hier und Jetzt. Ich hoffe, ihr fandet es interessant. Wenn das so ist, hinterlasst gerne einen Kommentar, ein Like, würde ich mich sehr darüber freuen. Und wenn ihr denkt, dass dieses Video und meine Worte auch für andere interessant wären, dann könnt ihr es gerne weiterverbreiten. Ansonsten verbleibe ich bis zum nächsten Mal. Euer Frank. Tschö, einen schönen Abend noch. Bis dann.